So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich wollte eigentlich jetzt einen Part, was heißt einen Part, aber ich wollte jetzt eigentlich das DLC von Cadence aufnehmen. Hab jetzt aber gesehen, Rasierer hat ein Level hochgeladen. Links Skillshump Adventure und auch Devory hat was Neues hochgeladen. Das heißt, wir gucken uns erst kurz das Level von Devory an. Stone Scaled Runes, das sollte ja machbar sein. Und dann gucken wir uns das Level von Rasierer an und schauen mal, wie uns das gelingt. So, es ist eine relativ spontane Aufnahme, deswegen. Wenn ich etwas verpeilt bin, nicht wundern. Die Schule hat wieder angefangen. Ah, mein Gott. Verstanden. Okay. Okay, es ist so ein Level. Eieiei. Ah, das funktioniert. Wieder ausgesprochen. Was soll ich tun? Ach so, über die Maus da. Ah, ja, 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 ja. Über die Maus da hoch. Also, da muss man wirklich exakt so vorgehen, wie es gedacht ist, sonst funktioniert es nicht. Dafür muss man aber erstmal verstehen, wie es gedacht ist. So ist es gedacht. Wah, wah. Okay, da ist eine Wolke. Das wollte ich nicht. Da unten ist... Ah, okay, ich kann resetten. Ich kann resetten. Da drüben kann ich resetten. Das ist interessant. So. Uiuiui. Okay. Okay, wir kriegen das hin. So. Also soweit geht das ja eigentlich alles klar hier. So, das muss ich jetzt mal in Ruhe. Ach so. Oh Gott. Okay, das gibt nur Leben. Wait. Uff. Ich habe mir gedacht, dass es in etwa so laufen wird, aber ich konnte es mir noch nicht so ganz vorstellen. Okay, das geht also wirklich relativ schnell raus. Das geht relativ schnell raus. So, das haben wir jetzt auch verstanden. Damit triggern wir den an und dann kommen wir darüber. Und dann kommen wir hier hoch. Dann habe ich keine Ahnung. Dann kommt ein Checkpoint. Okay. Puh. Ah, der. Ja, jetzt muss ich jetzt wieder lernen, was hier funkt, was hier passiert. Jetzt muss ich erst wieder lernen, was da passiert. Okay, das da. Ah, hoch! Er wollte nicht hoch. Warum setzt man den Checkpoint nicht nach der Röhre? Ich verstehe sowas immer nicht. Hat das irgendwelche Auswirkungen irgendwie, keine Ahnung, die ich nicht abschätzen kann als Nicht-Spiel? Was? Oh Gott. Oh, das hätte anders. Hat das irgendwelche Auswirkungen, die ich nicht kenne? Weil, ob ich jetzt in die Röhre gehe oder ob ich jetzt hier den Checkpoint oder kann ich hier das? Ich meine, ich kann doch in der Subworld genauso einen Checkpoint setzen. Es wäre halt irgendwie logischer, oder hat es irgendwie, vielleicht hat es mit den Swamps hinzu, ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Hä? Ah, verstanden. Schnell. Weg. Und da ist, okay, hier ist wieder der Nächste. Ja, vielleicht kann man irgendwie, keine Ahnung, kann man da irgendwas nicht machen, das kann sein. Irgendeinen Grund wird es schon. Oh mein Gott! Irgendeinen Grund wird es schon haben.
So, die Stelle war interessant. Eigentlich nicht schwierig. Was passiert? Ach, der geht darüber. Ah. Okay. Da passieren schon wieder äußerst interessante Dinge. Aber dann brauche ich den doch. Oh, ich muss auf den warten, oder was? Ah, okay. I guess. Das muss ich mir erstmal genauer angucken. Ja, so gucke ich mir das bestimmt nicht an. Jetzt kommt er aber nicht nach. Ach, der muss. Die Pflanzen müssen sterben, bevor er durchzieht. Und dann kommt er. Ah. Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Und dann muss ich. Ach so, da. Ja, ich habe den falschen Sprung gemacht. Ich muss ja einen Wandsprung machen, wenn ich aus der Röhre rausgehe. Richtig. Ah, nee, nicht Neustart. So nämlich. Boah. Ja, das wusste ich jetzt wieder nicht. Ach so. Ah, dafür sind wir aber jetzt wieder hier. Aber gut, das. Nein, ich hab's wieder falsch gemacht. Ah, saved. Okay. So, wie muss ich das jetzt machen? Ah, verstanden. Wofür ist denn die zweite Pflanze da? Okay, das sieht nach Ziel aus. Ja, ich weiß, da ging es noch nach rechts hoch, aber ich hatte keine. Könnt ihr selber gucken, was da ist. Da habt ihr auch einen Grund, das Level zu spielen. So, sehr schönes Level. Beziehungsweise, wir können vielleicht sogar gucken, was da ist. Ja, können wir. Das da ist da. Ganz viele Coins und große Coins und so. Aber es sieht fast so aus, ob man da nochmal runterfallen könnte. Keine Ahnung, ich habe mich nicht getraut. Ah ja, das ist schon eine coole Option mit der Zoom-Funktion, ne? So die Level ein bisschen anzugucken. Also ist auf jeden Fall möglich. So. So. Gut. Jetzt links ist Skillshop Adventure. Oh, es hat schon einer geschafft. Äh? 100%, das ist auch mal eine Quote. Weil es einer gespielt hat und dieser eine hat es auch geschafft. Direkt auf Anhieb. What? Ist es dann was, wo man nicht sterben kann? Ich bin gespannt. Weil der hat ja wirklich nur einen einzigen Versuch gebraucht für alles. Es kann ja sein, dass er was echt Freundliches gebaut hat, so von wegen, du kannst zwar runterfallen, aber du stirbst halt nicht. Weil es einfach nur eine Übung ist, so mit Ups, Link umzugehen. Das wäre das freundlichste Rasierer-Level, was wir jemals in diesem Projekt hatten. Oder gab es ein freundlicheres? Oh, da muss ich sogar hin, da ist die rote Coin. Tadadadadam. Sachen gibt's. So. Und doch, hier kann man sterben. Wenn ich mich da nicht, wenn ich da nicht aufpasse, werde ich zerquetscht. Okay. Aber runterfallen kann man schon mal nicht. Das ist schon mal interessant. So, Links Skilljumps hat jetzt mit Link nicht viel zu tun. Das könnte Mario auch aktuell. So. Zack.
hoffe, da war jetzt nichts unten drunter, dass man runterfallen. Ach so, das ist einfach nur Decke. Das wollte ich nicht. Oh. Hä, ich will das sogar runter. Aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Die gehen ja nicht kaputt. Ah. Dann muss ich da ja runter. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ja, also da, eigentlich das hier. Hä? Löst es den Pau nicht aus? Doch. Aber das scheint ja dann keine... Weil da ist ja die 50er-Coin. Und die fällt jetzt da runter. Und die ist weg. Okay, keine Ahnung, wie ich an die rankomme. Ich bin verwirrt. Aber wir spielen das erstmal weiter. Oh oh. Ich kann hier zwar resetten, aber ich krieg kein Schwert zurück, ne? Mal schauen, wann wir Link wieder brauchen. Bisher haben wir Link ja nicht wirklich gebraucht. Also bisher war ja nichts von Links Fähigkeiten relevant. Ach, gut, dass man hier nicht stirbt. Ah. Sondern einfach nur zu unfähig ist. Oh! Oh Gott, das wäre es jetzt wieder gewesen. So, was haben wir hier? Das neue Schwert. Das ist ja schon mal gut. Okay. Okay. Ah, jetzt habe ich gedacht, dass da irgendwas drin ist. Jetzt muss ich da durchkommen. Ah. Vielleicht von da? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. So. Einmal hier hoch ist wahrscheinlich die... Nein, das ist nur ein Leben. Ich überlege halt, wo die letzte Coin sein könnte. Ich hoffe, wir sind noch nicht dran vorbei irgendwie. Da ist auf jeden Fall das Ziel, aber da ging es jetzt erstmal zur Röhre, ne? Ja. Dann ist hier vielleicht irgendwo die Coin. Soll es mir was nützen, die anzuschießen? Hä? Ich kann die nicht mal aus... Ich dachte, ich kann die zumindest auslösen. Das ist ja auch interessant. Kann ich gar nicht mit Pfeil... Was mache ich denn für einen Quatsch? So, die Blöcke sind groß genug zum Springen. Das ist jetzt nicht das Problem. Okay. So, aber jetzt fehlt mir die letzte Coin. Vielleicht kriege ich es dann noch irgendwo. Da ist auf jeden Fall ein neues Schwert. Ah. Hä, und das führt jetzt... Ach so, das führt jetzt zu dem... Ah, damit kriege ich den zweiten Checkpoint. Den hätte ich jetzt nicht, wenn ich das nicht genommen hätte. Aber offensichtlich ist das Level auch so machbar, weil der Typ hat es ja auch auf Anhieb geschafft. Oh Gott, jetzt muss ich darüber. Ach Gott, was... Ich glaube, das wird jetzt die größte Challenge hier in dem Level. Ah. Weil ich darf nicht... Das geht auch nicht. Kann ich... nein. Kann ich irgendwie sowas hier machen? Nein, geht auch nicht. Ich muss da ruhig drüber kommen. Ja.
Ja, ich muss einfach wirklich genau so springen. Ah! Das wird wirklich die größte Challenge. Ach nein. Oh nein, die Zeit. Nein, da wollte ich nicht rein. Bau mir ein Level bis zum Endscreen. Einfach nur diese Strecke hier mit runterfallen. Oh Gott, du machst mich wahnsinnig. Hilfe! Wie geht das? So, nein! Ich habe nicht die Ruhe dafür. Das gibt's doch nicht. Nein! Oh Gott. Scheitere ich daran, ne? Nein, 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 oh! Oh Gott. Alter. Nein, stopp. Oh. Bist du nett. So, und das machen wir jetzt einfach noch einmal. Oh nein. Schon. Das ist nicht mein Ernst. Das ist nicht mein Ernst. Oh Gott, 33 Sekunden. Wie viel Zeit ist noch? Das wird jetzt ein absoluter Wettlauf gegen die Zeit. Ich hab die Zeit nicht mehr. Nein, es geht weiter. Nein, da drin ist das Ende. Da drüben ist safe das Ende. Ah, scheiße. Aber wieso kann man hier nach vorne zurücklaufen? Wenn man sich selber die Challenge... Nein, jetzt muss ich... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich das nochmal machen. Oh nein. Ach, natürlich. Oh, ist das bitter gewesen gerade mit der Zeit, ne? Das war gerade richtig bitter. Vor allem, ich wette, nach den Peace-Switches kommt einfach das Ende. Und ich hätte es gehabt. Mann. Oh. Aber warum kann man da zurück? Das verstehe ich nicht. What? Ich schaffe es doch nochmal zu sterben. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Das war ein Käse. Ich schaffe es da halt echt nochmal zu sterben. Oh mein Gott. Nein, oh. So. Diesmal bitte ohne Zerquetschen von Eisblöcken. Vor allem vorhin habe ich die Sprünge geschafft, ne?
Die Eisblocksprünge hatte ich ja schon hinter mir. Ah. Sowas darf doch einfach nicht wahr sein. Sowas darf doch einfach nicht wahr sein. Nein, das reicht nicht. So, einfach in Ruhe diese blöden Sprünge jetzt. Und jetzt bitte ohne hier von Eisblöcken zerquetscht zu werden. Das wäre ganz toll. Bleib drauf stehen einfach, Link. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Bleib einfach in Ruhe stehen. Ich hasse alles. Von den Blöcken kann ich jetzt aber nicht mal mehr zerquetscht werden. Weil die so gespawnt sind, dass die mich gar nicht mehr zerquetschen können. Ist auch gut. Nein! Ist auch gut. Stellt euch vor, man würde jedes Mal sterben, wenn man runterfällt. Das wäre fies. Aber im Grunde genauso spielbar, weil das hier schafft man ja auch letztendlich ohne. So. Hä? Hä? Oh, wait! Ich will zurück. Dafür ist der Rückweg da. Wohin will ich denn? Ach, die werden jetzt immer wieder neu gedrückt. Ach, hier auch. Ach so. Jetzt ist das Ding hier weg. Das war ja interessant. Ja, aber die Tode waren schon peinlich, ne? Jetzt habe ich die Clear Weight runtergesetzt. Die schönen 100% sind nicht mehr da. Es tut mir leid, Rasierer. I'm sorry. Der es gespielt hat, sieht fast genauso aus wie ich. Ne, auch von der, ich glaube, von der Frisur her ist auch kein großer Unterschied. Okay, also, das war das. Oh nein, die schöne Clear Weight ist kaputt. Ich habe die Clear Weight zerstört, es tut mir leid. Ich habe die Clear Weight zerstört. Na gut. Okay. Versuchen wir mal uns noch ein paar Erster zu angeln. Ein paar Minütchen haben wir noch. W1T. Let's go. Der Schrägenturm. Oh nein, das sind... Okay, das Thumbnail sieht genau aus wie ein Schrägenturm. Let's go, Schrägenturm. W1A. T steht für Tower. Got it. Der Turm der Schrägen wäre vielleicht ein etwas sinnvollerer Name gewesen. Aber ich verstehe, was er wollte. So, schauen wir mal. Es sieht nicht nach einem schwierigen Level aus. Das heißt, da geht es jetzt wirklich darum, wer hat das Level als erstes entdeckt. Und wer stellt sich nicht an, um das Level durchzuspielen. So wie ich mich gerade anstelle. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ah, da gibt es ein Power-Up. Sehr schön. Okay, kann ich? Oder ist das nur Bonus? Wenn es nur Bonus ist, kriege ich gleich eine Krawatte. Okay, ich komme auch hoch. Gut. Allerdings ist es mit den Schrägen jetzt ja schon längst vorbei. Außer er nimmt die Wippen als Schrägen. Oh. Okay, da ist wieder eine Schräge. Da ist eine Tür. Bossfight? Ja, muss ein Bossfight sein. Ist ja, soll ja aufgebaut sein wie ein Tower-Level. Das heißt, hier haben wir unseren typischen Boom-Boom-Boss-Fight. So, und dann kommt eigentlich schon das Ende des Levels normalerweise. Hier auch.
Ja, jetzt geht's wieder raus und dann ist hier das Ziel. War ich der Schnellste, ist die Frage. Oder hat jemand vor mir das Level entdeckt und auch gespielt? Wir werden sehen. In 3, 2, 1. Yes! Kann man anbieten. Stelle ich mir vor allem im Multi ziemlich lustig vor. Im Multi stelle ich mir das echt lustig vor. Ist halt Problem, weil dann der Bum-Bum am Ende ist. Das macht das Multi wieder ein bisschen... Nee, ne? Das macht das Multi wieder so ein bisschen... Nee. Aber ansonsten, coole Geschichte. So. Mobile. Gegen die Zeit Musik. Jetzt bin ich aber gespannt. Oder mobile. Ich glaube, das ist... Er hat ja auch Fasil geschrieben. Ich glaube, Fasil hieß einfach. Yo. Ich explodiert einfach mal ab. Was ich... Ich... Nee. Nee. Vor allem, da ist so viel außenrum gebaut. Was hat der alles gebaut? Ach so. Nee, der hat gar nicht viel außenrum. Das ist das Level. Ja gut, ne? Sergio V2. Autoscrolling kurz und knackig. Troll! Oh nein! Oh nein! Wieso habe ich das nicht vorher gelesen? Ah, oh, jetzt habe ich ein Troll-Level gestartet. Ah. Da kommt gleich... Irgendwas Komisches. Okay, ich hätte hier drüber gekonnt. Trau ich dir? Nein. Oh, ich hätte jetzt gedacht, der softlockt mich hier. Komme ich da hoch irgendwie? Nein. Kann ich da irgendwie rein? Ja. Ah, schade. Na gut, dann gehen wir wieder zurück in die Röhre. Wir gehen wieder zurück in die Röhre. Oh. Fehler wurden begangen. Da ist nochmal ein Block. Lul! Wie habe ich das denn gemacht? Lul! 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 Es ist ein Troll-Level, deswegen gebe ich dir jetzt keinen Boon, kein Like, weil es steht ja dort Troll entsprechend. Ist okay. Aber, hä? Ich hab einfach Knöpfe gedrückt. Okay. Soll mir recht sein. So, eins noch. Le Planet Ennemi Vie. Mario doit aller sur le Planet des... Okay, Mario muss auf die Planeten von Bowser. Irgendwas. Oh, Rätsel. Oh, wir sind aber schon bei 30 Minuten. Okay. Oh, das ist... Ah! Ist das Rätsel entsprechend, wie ich nach oben komme? Keine Ahnung, wir werden sehen. Was er sich hier alles als Rätsel so gedacht hat. Ich spinjumpe mal lieber runter. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ach so. Hätte ich genauer geguckt, hätte ich gesehen, dass da nichts Böses kommt. Ah, damit muss ich hier hoch. Okay. Schönes Level bisher. Und
wir werden irgendwann 4 Coins sammeln müssen. Ich bin ungeduldig. Und das ist ein Problem. Ich darf hier gerade nicht ungeduldig sein. Okay, ich muss hier, würde hier schon gern meinen Pilz behalten, dann doch ehrlich gesagt. So, ducken wir uns mal eine Runde. Oh oh. Ich hoffe, die Stachel erwischt mich hier nicht. Nein, passt. So, warum? Ah, nicht dazu raus, nicht da zurück. Das wollte ich nicht. Da ist der On-Off. Jetzt muss ich zurück. Ding dong. Jetzt kann ich hier... Du, mein Gott. Springen die hoch? Eigentlich können sie das gar nicht, ne? Die sind nur Deko. Lass mich in Ruhe. Kommt da was raus? Da kommt in der Tat was raus. Ah, ist ernst? Seht zu, dass ihr weggeht. So. Und die fliegt jetzt hier durch die Gegend so ein bisschen. Und da ist eine Wolke. Und da ist die Wolke. Achso, da sind mehrere Wolken. Fahren wir hier eine Runde rum. Dann fahren wir hier hoch. Lass uns nicht zerquetschen. Nehmen wir mal die Schellen mit. Und haben hier noch eine. Okay. Ah, Checkpoint. Geht der runter? Ja. Hätte ich aber auch. Oh. Ach ja, ich bin ja jetzt in. Ah, die tun mir jetzt ja weh durch Berührung. Ah, wie dumm. Ich vergesse das immer, dass die mir in der SMW ja weh tun. Deswegen heißt es SM. Nein. Okay, und hier ist ja einfach die andere Seite von den Swamps. Als hätte ich mich auch durch Damage boosten können, da ich eh die Blume verloren habe. So. Kriege ich eine neue Blume? Jawohl. Komme ich da einfach drüber? Nein. Runter, runter, runter. Aber ist ein schön. Lel. Ist ein schönes Level. Kann man so anbieten, finde ich. Okay. Jetzt muss ich hier noch einen Off suchen. Jetzt ist die Physik wieder richtig, ne? Ja, da ist aber dann Off auch schon. Wow. Freund. Wait, wie kriege ich denn jetzt den da rein? Hä? Ich hab irgendwas falsch gemacht. Hä? Oh oh. Ah, jetzt hat er's, jetzt hat er's. Ach so, ich muss. Ah, dadurch, dass der Bomb da rein. Der Pop-Bomb da reinfällt. Verstanden. Das war bisher das größte Rätsel. Yo. Chill mal. Chillt mal eure Basis hier, yo. Oh nein. Mit dem da hoch. Ach nee, ich muss in die Röhre. Ich dachte, da kommen die Bomben raus. Ups. Ah, jetzt kommt die Coin, der Coin ab. Oh, okay. So, mach Boom. Dann muss ich mit den nächsten auch gleich Boom machen hier, ja? Ah, okay. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist jetzt kein so riesiges Rätsel, um ehrlich zu sein. So, Rätsel gelöst. Krass. Sickes Rätsel. Das größte Rätsel natürlich, wie ich hier runterkomme. Okay. Na. So, jetzt aber. Nehmen wir mal eine mit. Weil, warum nicht? Heiße Kartoffel. Weißt du Bescheid? Okay, lassen wir es vielleicht einfach mal hier liegen. Oh. 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 Ich hab's gebreakt. Ich hab's kaputt gemacht. Eigentlich besiegt man Bowser da unten und kommt dann da hoch.
Lull. Aua. Speedrun-Strats hier. Aua. Immer noch Speedrun-Strats. Nee, aber schönes Level. Sehr schönes Level. Mit Cheese am Ende. So. Pierre N64, schönes Level. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ach, guck mal, jetzt hat das hier auch so eine Abschlussrate von 100%. Achso, ja klar, ich habe es ja gerade geschafft und ich habe es auf Anhieb geschafft. Muss es ja haben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, don't move 40 Sekunden. Schauen wir uns zum Schluss noch Quatsch an. Komm, wir schauen uns zum Schluss noch Quatsch an. Das Problem ist, das wird jetzt schon jemand vorher gelöst haben, aber egal. Wir moven einfach mal nicht. Und in der Zwischenzeit sage ich danke fürs Zuschauen. Und wenn das Level hier durch ist, dann schalte ich den Part aus. Wir werden dann nächstes Mal erstmal ein bisschen pausieren mit Dings Maker. Und ich spiele das DLC von Cadence of Hyrule. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wie groß das ist, keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich werde es mir einfach mal anschauen und dann sehen wir weiter. Ne? Das heißt, für die Leute, die nur Mario Maker gucken, ihr habt jetzt so ein paar Tage Pause. Je nachdem, wie lang das wird, keine Ahnung. Toll. So. Es ist schon amazing gebaut, ne? Das kann man, da kann man nichts sagen, aber es ist halt. Ja, es ist halt, was es ist. Spieltechnisch hat man halt nichts zu tun. So. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss.